Die EU-Kommission kündigt an, dass geplante Anti-Dumping-Zölle auf Elektroautos aus China frühestens im Herbst in Kraft treten sollen. Eine rückwirkende Anwendung der Zölle ab März 2024 ist nach rechtlicher Prüfung ausgeschlossen. Die Höhe der Strafzölle wurde leicht angepasst, wobei der US-Hersteller Tesla einen speziellen Satz von 9% erhält. Peking wird von der EU-Kommission unfaire Subventionen für E-Autobauer vorgeworfen, was den Wettbewerb verzerrt. Vor der Einführung der Zölle müssen die EU-Mitgliedstaaten noch abstimmen. Die Zölle sollen voraussichtlich nur für 5 Jahre gelten.